Jonathan, wir haben noch einen Zuschauerwunsch. Hervorragend. Und zwar die Claudia, die hat schon mehrfach geschrieben. Die Claudia wünscht sich, dass wir uns Nico Rosberg mal anhören. Na, dann machen wir das doch. Das machen wir. Willkommen zu F1 Fridays. Und heute, weil ich in Monaco lebe, können wir auch in echt mal um die Strecke gehen und somit noch ein bisschen mehr Details euch zeigen. Da freue ich mich sehr drauf. Für mich Monaco natürlich sehr besonders. Also antwortet jetzt. Viel Erfolg damit. Und jetzt gehen wir rein in den Simulator. Guck mal, das Tempo hat er auch im Sprechen. Aber hallo! Irgendwie haben wir heute viele hohe Sprechtempi gehört, aber der toppt's. Das ist ja schon der... Naja, weißt du, das Formel-1-Pilot, das ehemalige, da gibst du halt Gas. Hast du auch Formel 1 im Sprechen? Wahrscheinlich. Es steckt dir im Blut. Ja, also der gibt Gas und atmet wenig und das hat Auswirkungen auf seine Stimme. Ja. Auf jeden Fall überhöht. Definitiv. Da ist keine Zeit für Resonanz. Da kann das Zwerchfell nicht sich senken, da kann der Kiefer sich nicht öffnen. Das kommt noch dazu. In der Geschwindigkeit ist da alles noch zu. Und dann gibt der Vollgas. Und dann kommt, glaube ich, noch dazu, dass er kein Gefühl hat für Mikrofon draußen. Es ist ja so, wenn du draußen bist und da ist ja dann irgendwie da an der Rennstrecke, da wird es auch laut sein, selbst wenn da kein Auto vorbeifährt. Da sind starke Umgebungsgeräusche und da neigt man dazu, so zu sprechen und das ist natürlich für die Stimme nicht so gesund. Da ist schon zu viel Druck. Ja. Also der macht die Stimme, wenn der das viel macht. Man hört es ja jetzt schon ein bisschen. Also ja, der heisere Klang heiser ist auf jeden Fall da. Auf jeden Fall jetzt schon da. Das geht, ich frage mich gut. Ein bisschen, also Umgebungsgeräusche habe ich ehrlicherweise nicht dran gedacht, aber stimmt natürlich, dass das auch diesen Sprechklang produzieren könnte. Das passiert so oft. Ja. Das habe ich schon ganz oft gesehen, dass wenn Menschen irgendwie draußen sind und kein Gefühl mehr, weil der Instinkt ja nicht mehr funktioniert. Nee, also der sagt dir was anderes. Der Instinkt funktioniert und sagt, okay, der Instinkt kennt kein Mikro. Ja. Also ist der Instinkt, sagt mir, hier ist es saumäßig laut, ich muss jetzt irgendwie hier drüber. Und eigentlich hat er ein Mikrofon und braucht es nicht. Ja, ja. Genau, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist schon, glaube ich, dass er ein schmissiges Intro machen möchte mit möglichst viel Motivation, mit Energie und sagen, hey, hier bin ich, Leute, das ist geil und so weiter. Mhm. Und es aber überschießt. Ja, das ist over the top. Ja, ja. Und gerade wahrscheinlich die Kombination, wie du sagst, aus Umgebungsgeräuschen und dann auch motivieren und drüber kommen, führt dann zum stimmlichen Ergebnis auf Seite Stimmhöhe und Enge, beziehungsweise Heiserkeit und natürlich Tempo, was schwierig ist. Ja, also A ist schwierig zuzuhören, ja. Also das sowieso. B ist schwierig für seine Stimme, kann er nicht durchhalten, wird kaputt gehen, wenn sie nicht sogar schon latent kaputt ist, was sich so anhört. Aber was dazu kommt, finde ich, der ist ja in seinem Fachbereich ja auch mega kompetent. Ja. Und ich finde, der muss nicht so Vollgas geben im Sprechen. Der wirkt auch so. Das ist doch ein cooler Typ, der ist sympathisch, der ist jung, der ist begeistert von dem, was er tut, der ist da zu Hause, das ist seine Homebase, er ist erfolgreich. Dann braucht der nicht noch irgendwie so einen Gasknopf drücken, den andere drücken müssen, wenn sie nicht Nico Rosberg sind. Was übersetzt bedeuten würde, sich mehr auf die natürliche Wirkung zu verlassen, die sowieso da voll. Ist. Das reicht bei dem doch voll. Also ich glaube, wenn der allein, wenn er das ganz normal macht und natürlich machen würde, wäre das mega. Also wäre auf jeden Fall tempomäßig entspannt. Naja, und er weiß doch, wovon er redet. Er weiß, wovon er redet und er ist super glaubwürdig, ist telegen. Ich glaube, das wär wirklich ein Schlüssel, der nochmal das Ganze auf ein geiles Level heben würde, wenn er da runter vom Gas gehen würde und mehr in die Beziehung gehen würde, mehr Dialog, mehr Kontakt mit der Kamera, mit dem
mit dem Mikrofon sich vertraut machen. Und ich finde, er erzählt ja schon schöne Geschichten. Also im Sinne von, hier bin ich zur Schule gegangen und guck mal darüber da hinten. Darüber, mega. Und es bleibt nicht so viel hängen von einem Gefühl, weil es durchrauscht. Ja, du kannst so viele Bilder, hast du so nicht so schnell. Super schade, denn aus meiner Sicht mega Potenzial. Fassen wir es nochmal zusammen. Es ist zu laut, es ist zu druckvoll, es ist zu schnell. Ja. Es ist dadurch auch zu eng und zu hoch und zu gepresst. Und auf jeden Fall heiserer Stimmklang, definitiv. Und heiser. Ja. Und führt also halt auch undeutlich. Das kommt noch undeutlich, dazu. Genau. Da ist ja auch nicht, also er spricht ja auch so ein bisschen umgangssprachlich, dialektal. Wieso eigentlich, wenn der in Monaco aufgewachsen ist, wieso spricht er so einen Dialekt? Der spricht ja schon dialektale Färbung. Ich würde jetzt nicht genau sagen können, was, aber ich höre auf jeden Fall dialektal. Ich hatte zwischendurch vermutet, dass es vielleicht auch ein Akzenthintergrund ist. Ah, okay. Aber ich weiß nicht, was jetzt weiß ich bei auch ihm nicht, vorliegt. Aber es ist jetzt nicht ausgeformtes Hochdeutsch. Und das wirkt sympathisch, dass er da so nahbar wirkt es, aber es rauscht an mir vorbei. Eigentlich ähnlich wie die Autos. Ne? Da ist er auch mal und so rauscht es auch an einem vorbei. Und ich hätte gerne mehr davon gewusst, was der da so macht. Und ja, guck mal, zwischendurch mal eine Pause. Ja, ein Dialog mit mir. Oder mit dir. Mit dem Publikum. Ja. Mit dem Publikum, mit euch. Ja, also super viel Potenzial, finde ich mega. Ich habe auch schon mal, ich weiß nicht, ob du den auch hattest, ich habe schon mal einen Formel-1-Kanal betreut, jemanden, der da Sprecher war. Der tut sich schwer natürlich im Wettstreit mit Nico Rosberg. Also der muss Gas geben, ne? Aber Nico, ja, du brauchst das nicht, du kannst runter vom Gas. Und dich entspannt an die Seite, an die Bande lehnen und uns erzählen, was du da Geiles machst.